Wir sind jetzt am Stand von der Scaso und haben gar nicht gewusst, ob es was Neues gibt oder nichts Neues gibt, aber es gibt neue Sachen. Und wer kann es besser beurteilen als ein sehr, sehr guter Barista, Felix von den Kaffeemachern und der German Barista Champion dieses Jahr. Das heißt, du bist auch im Einsatz dann bei den... Na, ich war schon im Einsatz. Du warst schon, in Busan. Genau. Ach, falsch zugehört, nicht? Genau. Aber es gibt jetzt bei der Baby Tea Flow Profiling, haben wir jetzt mitbekommen. Genau, und das soll im September soll es verfügbar sein. Was es auch immer genau heißt, ne, wann dann die Maschine da ist, werden wir alle erleben. Und es ist eigentlich so, dass sie in die Brühgruppe ein Ventil eingebaut haben, womit man das steuern kann. Das heißt, wenn der Hebel oben ist, dann ist der Flow voll. Und wenn man es reduziert, dann wird er weniger. Aber das ist noch ein Prototyp. Sie werden sicher noch ein paar Sachen ändern. Genau, ich würde sagen so, das sieht es mal aus. Jetzt machen wir das Ganze mal mit Kaffee noch. So, das ist jetzt so ein mittelfruchtiger Kaffee, haben wir vorher gesagt. Das heißt, du wirst jetzt eher mal langsam losstarten. Genau. Und das, am Anfang, ja, genau. Das ist die Idee, mal langsam zu starten. Was ich jetzt noch nicht super 100% ideal finde, ist, dass die Range recht kurz ist zum Reagieren. Das heißt, ich fange jetzt mal ganz langsam mit sehr wenig Flow an. Hab das Auge hier aufs Ventil, schau, ob was passiert. Jetzt passiert da die ersten Sekunden noch gar nicht viel. Jetzt geht es ein bisschen rauf. Das heißt, ich versuche das leicht zu erhöhen. Ja, genau, weil ihr vorher Absicht gemacht, vielleicht nochmal, da war ich einfach zu schnell nach oben, habe zu wenig Körper rausgebracht. Jetzt schauen wir, dass wir das besser hinkriegen. Genau, jetzt versuchen wir es besser zu machen, aber ja, es ist... Das ist der Bereich noch, also die Idee ist schon gut, der Bereich ist noch ein bisschen, genau, jetzt zu wenig präzise. Gehen wir runter, genau. Und dann schauen wir mal, was rausgekommen ist. Ja. Ist ein bisschen zu lang, die Extraktion, aber ja. Schaut an den Fruchtigen gar nicht so. Genau, da schauen wir mal, was da jetzt in die Tasse gekommen ist. Genau. Testen wir mal. Zum Wohle. Tschüss. Besser. Ja, besser auf jeden Fall. Genau, man kann damit spielen. Ist sicher was für Menschen, die Kaffee-Freaks sind. Ja. Genau, und wird auf der BBT verfügbar sein, was ich vorher mitbekommen habe. Genau. Okay, super, Dankeschön. Ja, sehr gerne.